Hast du eine Photovoltaikanlage oder planst gerade eine anzuschaffen, dann solltest du dich auf jeden Fall mit dem Thema Steuern beschäftigen. In diesem Video schauen wir uns einmal an, ob du Einnahmen eventuell versteuern musst. Hi, mein Name ist Melcher von der Kontist Steuerberatung und wenn du eine Photovoltaikanlage auf dem Dach hast oder es planst, dann solltest du dich definitiv mit dem Thema Steuer beschäftigen. Denn es kann durchaus sein, dass du Umsatzsteuer, Einkommensteuer und Gewerbesteuer zahlen musst. In diesem Video schauen wir uns vor allem die einkommensteuerrechtliche und gewerbesteuerrechtliche Situation an. Denn ob du Steuern zahlen musst, ist abhängig von der Größe der Anlage und ob du den Strom, den du erzeugst, in das Netz einspeist und dafür irgendeine Vergütung bekommst. Steuerlich am einfachsten sind die sogenannten Inselsysteme. Zum Beispiel bei Stecker-Solaranlagen, wenn du gar keine Anbindung hast an das übrige Stromnetz und gar keine Möglichkeit hast, deinen erzeugten Strom einzuspeisen und dafür eine Vergütung zu bekommen. Wenn deine Solaranlage einfach Strom erzeugt und du den verbrauchst, du aber keinerlei Verbindung zur Außenwelt hast, dann ist deine PV-Anlage auf jeden Fall steuerfrei und du musst dich auch nicht weiter mit dem Thema Steuer beschäftigen. Wenn du allerdings eine PV-Anlage betreibst und den Strom in das Netz einspeist und damit Gewinne machst, bist du Unternehmer und damit auch einkommensteuerpflichtig und gewerbesteuerpflichtig. Allerdings gibt es seit letztem Jahr, also seit 2021, eine Sonderregelung. Da hat das BMF, also das Bundesministerium der Finanzen, also Finanzministerium, hat ein Schreiben herausgebracht, das dir die Möglichkeit gibt, unter bestimmten Voraussetzungen auf die Steuerpflicht zu verzichten und dadurch deine Einnahmen steuerfrei zu bekommen. Du kannst dich von der Steuerpflicht befreien, wenn 5 Merkmale erfüllt sind. Erstens, deine Anlage darf nicht mehr als 10 Kilowatt leisten. Zweitens, die Inbetriebnahme der Anlage muss nach 2003 stattgefunden haben. Drittens, muss die Anlage auf dem Dach eines Ein- oder Zweifamilienhaushaltes sein oder auf einem anderen Bauwerk, Gebäude auf dem gleichen Grundstück, also eine Garage oder ein Gartenhaus. Das ist dann unschädlich und das Kriterium ist trotzdem erfüllt. Viertens, du lebst selbst in dem Haus. Dabei ist es auch egal, ob du der Besitzer, also der Eigentümer bist oder zur Miete wohnst. Oder dir gehört das Haus und du überlässt es jemand anderen unentgeltlich. Also beispielsweise dir gehört das Haus und deine Kinder oder Eltern wohnen da drin. Und fünftens, du darfst das Haus nicht vermieten. Wenn du einzelne Zimmer mal vermietest und unter 520 Euro pro Jahr Gewinn machst, dann ist das unschädlich und es gilt trotzdem noch als dein Haus. Das heißt, das Kriterium ist erfüllt. Das häusliche Arbeitszimmer bleibt dabei vollkommen außer Acht gelassen. Wenn du diese 5 Kriterien erfüllst, dann kannst du einen Antrag beim Finanzamt stellen und das Finanzamt stuft deine Photovoltaikanlage automatisch als Liebhaberei ein und du musst keine Steuern darauf zahlen. Wenn du das Wort Liebhaberei noch nie gehört hast, dann schau dir unbedingt das Video an, was ich dir jetzt oben rechts einmal verlinke. Da bin ich ganz im Detail auf das ganze Thema Liebhaberei eingegangen. Bei Liebhaberei geht das Finanzamt davon aus, dass die Tätigkeit eher wie ein Hobby ist und nicht wirklich wie eine gewerbliche, unternehmerische Tätigkeit. Immer dann, wenn das Finanzamt sagt, okay, es ist Liebhaberei, dann musst du die Einnahmen daraus auch nicht mehr in deiner Steuererklärung angeben und du hast keine Steuerpflicht. Das klingt als erstes erstmal relativ attraktiv, hat aber den Nachteil, dass du die Kosten im Gegensatz auch nicht ansetzen kannst. Das heißt, die Anschaffungskosten, die Wartungskosten und alle anderen Kosten, die da im Zusammenhang entstehen, kannst du dann auch nicht steuermindernd geltend machen. Grundsätzlich kannst du immer freiwillig den Antrag stellen, wenn du alle 5 Merkmale erfüllst. Wenn du ein Merkmal nicht erfüllst oder mehrere Merkmale nicht erfüllst, hast du gar nicht die Wahl und du kannst den Antrag nicht freiwillig stellen. Wenn du diese Vereinfachungsregelung nicht nutzt oder nicht nutzen kannst, weil du einen der 5 Merkmale nicht erfüllst, dann wird das Finanzamt im nächsten Schritt automatisch trotzdem Liebhaberei überprüfen. Das heißt, das Finanzamt wird hingehen und überprüfen und schauen und nachkalkulieren, ob du mit deiner Photovoltaikanlage überhaupt jemals einen Gewinn erwirtschaften kannst. Wenn das nämlich ausgeschlossen ist, beispielsweise weil du nur so wenig Strom produzierst, dass du den ganzen Strom selber verbrauchst, dann wirst du mit der Anlage ja Verluste machen, weil du hast halt höhere Kosten, als du jemals Einnahmen haben wirst, dann wird das Finanzamt trotzdem von Liebhaberei ausgehen. Das bedeutet dann, dass du auch dann alle Kosten im Zusammenhang mit deiner Photovoltaikanlage auch nicht steuermindernd geltend machen kannst. Nur wenn das Finanzamt hingeht und nachvollziehen kann oder du dem Finanzamt nachvollziehbar erklären kannst, dass du über die Laufzeit der Photovoltaikanlage insgesamt einen Gewinn erzielen kannst, nur dann
ist es steuerlich für dich relevant. Das bedeutet, dass du dann eine Gewerbeanmeldung brauchst. Du bist selbstständig, du brauchst also auch eine Steuernummer, du musst eine laufende Buchhaltung machen und du musst am Ende des Jahres eine Einnahmenüberschussrechnung erstellen, die dann automatisch als Anlage EÜR in deine Einkommensteuererklärung einfließen muss. Da wir die Videos auf diesem Kanal ja für Selbstständige, also für Freiberufler und Gewerbetreibende drehen, wirst du dich jetzt vielleicht fragen, was ist denn, wenn ich jetzt schon gewerbetreibend bin? Vielleicht bin ich ja schon selbstständig und jetzt habe ich noch eine Photovoltaikanlage, mit der ich auch selbstständig bin. Kann ich das nicht einfach zusammenfassen und da eine Buchhaltung machen? Wäre schön, geht aber leider nicht. Die Photovoltaikanlage ist wie ein separates eigenes Unternehmen. Du musst wirklich eine eigene Gewerbeanmeldung machen, brauchst eine eigene Steuernummer und musst eine separate Buchhaltung erledigen. Und dann hast du am Jahresende zwei EÜR, die du als zwei Anlagen EÜR in deiner Einkommensteuererklärung einbringst. Natürlich können wir von Kontist dir auch mit deiner zweiten Selbstständigkeit, also mit deiner Photovoltaikanlage, helfen. Wenn du dazu Fragen hast, melde dich gerne bei uns. Im Workflow funktioniert das sehr, sehr ähnlich. Du hast einfach ein separates Kontist-Konto, darüber laufen alle Transaktionen, die mit der Photovoltaikanlage zusammenhängen und wir können für dich die laufende Buchhaltung und die Steuererklärung erstellen. Ich hoffe, dieses Video hat dir einen ersten groben Einblick darüber gegeben, ob die Einkünfte, die du mit deiner Photovoltaikanlage generierst, steuerlich irgendwie relevant sind oder ob es fürs Finanzamt Liebhaberei ist. Davon vollkommen unbelassen und unberührt ist übrigens die umsatzsteuerliche Handhabung von deiner Photovoltaikanlage. Auch dazu haben wir ein Video gedreht, das verlinke ich dir hier oben rechts einmal. Schau auch unbedingt da vorbei. Wenn du jetzt so eine Anlage hast und dir denkst so, ist eine gute Sache, aber mit Buchhaltung und Steuern will ich überhaupt nichts am Hut haben, sind wir vielleicht, wie gesagt, die Richtigen für dich. Wir sind spezialisierte Online-Steuerberater und helfen dir selbstverständlich auch gerne bei deiner Photovoltaikanlage. Alle Informationen zu unserem Angebot verlinke ich dir einmal hier. Schau aber auch unbedingt in unserer Online-Community vorbei. Was das genau ist und wie du dich anmelden kannst, erkläre ich dir in diesem Video. Da kannst du gerne auch all deine Fragen zu deiner Photovoltaikanlage stellen. Oder schau dir einfach unser nächstes Video an, zum Beispiel das hier. Da wir die meisten Videos auf diesem Kanal hier für... Mann, ey.